Hallo, um sich einen Eintrag für das GNOME Tweak Tool im User-Menü zu schaffen, wie zum Beispiel hier den Eintrag Systemeinstellungen, gibt es die Erweiterung Advanced Settings in User-Menü. Diese findet man auf der Seite extensions.gnome.org. Um sie zu installieren, klickt man hier auf den Schalter, so dass ein Ordner erscheint. Dann bestätigt man mit dem Button Installieren. Und schon gibt es einen neuen Eintrag, Advanced Settings. So kommt man dann zum GNOME Tweak Tool. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass das GNOME Tweak Tool, das erweiterte Einstellungstool, installiert ist. Denn es gehört nicht zum Standard. Es muss also nachinstalliert werden per Befehl oder Installationsprogramm. Zum Beispiel mit dem Befehl su -c Leerzeichen in Anführungszeichen yum Leerzeichen install Leerzeichen gnome-tweak-tool Enter Passwort eingeben und warten, bis das Paket installiert ist. Die Erweiterung findet man in einem versteckten Verzeichnis im Home-Ordner im Verzeichnis .local share gnome-shell Extensions und hier ist die Erweiterung, die man auch bearbeiten kann. Oder man kann die Erweiterung auch wieder löschen, indem man den Ordner in den Müll verschiebt und dann Alt F2 drückt und R eingibt für einen Neustart. Und schon ist der Eintrag wieder weg. Aber man kann sich auch selbst einen Eintrag verschaffen, ohne Erweiterung, indem man ins Verzeichnis usr share gnome-shell js UI geht und dann bearbeitet man die Datei usermenü.js. Okay, ich starte ein Terminal und gebe jetzt ein su Leerzeichen minus c Leerzeichen in Anführungszeichen nano, das ist der Texteditor. Dann ziehe ich die Datei ins Terminal. Okay, Passwort eingeben. Und dann kann es mit der Bearbeitung losgehen. Man geht an die richtige Stelle. Wo es auch den Eintrag zu den Systemeinstellungen gibt und den Eintrag kopiert man dann einfach gewissermaßen, bloß mit den richtigen Anpassungen.
Und dann noch eine zweite Stelle. Das ist die hier. Okay, soweit so gut und dann eben die Änderung speichern, Steuerung O und Programm verlassen mit Steuerung X. Und dann gibt es wieder einen Neustart, Alt F2 und R und dann müsste der neue Eintrag da sein. Genau. Ciao und viel Glück.